Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spielraum Deckcheck. Heute wieder bei mir, wie immer, wie könnte es anders sein, Christopher Postel. Guten Tag. Guten Tag, grüß Gott und hallo. Wir machen mal wieder ein Standard-Deck, weil wir jetzt relativ viel Modern in nächster Zeit haben werden und auch haben. Und zwar hast du uns Mardu Green mitgebracht. Ja, Mardu Green ist eben die neueste Abomination nach Oath of the Gatewatch. Und zwar nimmt man mehr oder minder die Mardu-Shell, die man schon kennt. Okay. Und wirft einfach Siege Winners hinein. Und aber auch Damp Protector. Mhm. Einfach um ein grindy Match zu spielen. Das Deck spielt sich relativ gut gegen Agro-Decks. Das Deck spielt sehr gut gegen andere Midrange-Decks. Also alles, was grindet. Okay. Du grindest besser, unter Anführungszeichen, halt nicht immer, aber in sehr vielen Fällen. Okay. Na gut, schauen wir uns die Mana-Base an, die diese Ausgeburt möglich macht. Man spielt 6 Basics, natürlich in den Mardu-Farben, 2 Plains, 2 Swamps, 2 Mountain. Ja. Das ist schon relativ viel Basic für heutzutage Standard-Formate. Ja, es ist, die Mana-Base erlaubt es dir halt. Okay. Du spielst relativ viele Fetches, wie alle anderen Decks auch. Und du brauchst halt nicht wirklich viel Grün. Okay. Du spielst dafür ein Drilland, ein Nomad Outpost. Ja, das ist so ein Fixing, das könnte man könnte sich das jetzt überlegen, ob man das weglässt und vielleicht was anderes reingibt, aber also ist, für mich hat sich noch nichts Besseres ergeben, was ich drüber spielen wollte. Okay. Dann natürlich 4 Mainlands, also natürlich, du spielst 4 Mainlands und zwar 4 Shambling Vents. Ja. Sind die anderen keine Option, die Hissing Quagmire? Nein, weil du relativ wenig Grün spielst. Also wir können es vorwegnehmen, ich spiele 3 grüne Sources. Okay. Und das Hissing Quagmire braucht halt dann immer eine grüne Source zum Aktivieren. Mhm. Es kann passieren, dass man mit dem Deck die ersten 3-4 Turns mal ein bisschen Leben braucht. Okay. Oder auch im Mid- und Late-Game wieder über die Shambling, wenn es dann gewinnt. Okay. Einfach weil es so grindy hin und her, du tradest 1-1, 2-1. Und du willst halt, also zusätzlich willst du das Hissing Quagmire sowieso nicht spielen. Okay. Weil du halt lieber dann ein Treeland spielst. Mhm. Und ansonsten passt gar nicht in die Shell rein, auch wirklich. Okay. Gut, deine grünen Sourcen sind durch die Badlands abgedeckt, nämlich ein Canopy Vista und 2 Cinderglade. Und dann spielst du noch oben drauf 2 Smoldering Marsh. Also du spielst 5 solche Badlands. Ja, ist egal zum Mana fixen. Dazu natürlich 10 Fetchländer. Wie kann es anders sein im Standard? Ja. Günstiges Format, ja. 4 Bloodstone-Mire, 4 Wooded Foothills und 2 Windswept Heath. Damit kannst du praktisch mit jedem Fetchland auch auf grün fetchen. Genau, richtig. Und okay. Deshalb hast du eben die 3 grünen Sources plus 10 Fetchländer und das sollte dann ausreichen für 4 Siege Winners und 3 Damp Protector. Okay, damit sind wir auch schon bei den Kreaturen. Du spielst 3 Damp Protector, machen wir das gleich als erstes. Ja, es sind halt nicht 4, weil du es nicht unterbringst. Okay. Ich würde gern 4 spielen, aber man müsste dann viel zu viel wieder hin und her tun. Und 3 ist jetzt eigentlich relativ das Optimalste wahrscheinlich. Viele Listen spielen nur 2. Okay. Ich glaube, dass der Damp Protector in einem Format eben mit Jace, mit Walkern etc., der kann so viele deine Hand einfach verbessern. Und das Deck spielt auch 2 für 1 etc. Und wenn du dir halt mit dem Damp Protector, der schon ein 2 für 1 an sich selber ist, noch ein 2 für 1 holt, kommst du halt in die Schiene rein, dass du mehr Value hast. Okay. Ja, und außerdem wirst du den Damp Protector eh meistens als farblose Kreatur spielen, nämlich als Morph. Ja, und insofern ja. Ist das Grün erst im vierten Zug frühestens relevant. Ja, weil da willst du Siege Winner spielen. Achso, weil da willst du Siege Winner spielen. Gut, aber jetzt mache ich das Siege Winner nicht, jetzt mache ich zuerst den Zweier-Drop, nämlich du spielst 4 Soulfire Grandmaster. Wegen ein Live-Gain, oder was? Soulfire Grandmaster ist extrem enorm wichtig wegen ein Live-Gain. Okay. Weil du halt auch, du bist ein Midrange-Deck, das habe ich jetzt gerade schon 17 Mal gesagt. Mhm. Du musst aber auch gegen die aggressiven Decks halt überleben. Ja. Und mit den ganzen Schüssen, die du spielst, und du spielst relativ viele Schüsse und relativ viele Damage-Spells, und da ist Soulfire Grandmaster natürlich ein Hammer. Okay. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist die Ability, die er hat. Wollte gerade sagen, kannst du Rebuy? Geht sich das aus? Ja, du gewinnst Spiele mit Rebuy.
Okay. Du gewinnst einfach grindy Spiele mit Crackling Doom Rebuy. Crackling Doom Rebuy sind 7 Mana. Ja, die hast du aber im Late Game. Okay. Ja, und so kannst du Spiele gewinnen. Du kannst auch Crackling Dooms spielen, wenn der Gegner keine Creature anfällt hat. Das heißt, du schießt ihm einfach 2 Damage jede Runde. Okay. Und kriegst 2 Leben und. Ja, du kannst natürlich, weil sonst kannst du schlecht auf den Gegner schießen. Okay. In dem Deck. Aber mit Crackling Doom kannst du einfach gewinnen beim Rebuy. Gut, gehen wir zum Vierdrop, der mehrfach angesprochene, immer präsente Das Siege Reno. Ja. 4 Stück, weil es einfach das beste Vierdrop. Weil 4-5 Trample, 6 Lifeswing. Okay. Ich glaube, wir brauchen nicht viel mehr dazu sagen. Siege Reno war gut, ist gut und wird gut bleiben. Okay. Aber ein anderer Vierdrop, der ja auch dem Platz ein bisschen streitig macht, sind die Goblin Dark Dwellers. Das sind ein Fünferdrop. Aber ein Fünferdrop, Entschuldigung, ja. Die Dark Dwellers sind in dem Deck super stark, weil sie einfach, wenn man die Dark Dweller, wir haben es im Spoiler-Alarm, glaube ich, war damals schon begeistert. 2 rote Mana, 4-4 Menace. Und Rebuy. Und du spielst noch was dazu. Ja. Also, und das Menace kann dann auch ein Problem werden für andere Midrange-Decks. Okay. Weil sie einfach die zweite Kreatur nicht finden. Und wenn sie die zweite Kreatur haben, hast du ein Crackling Doom, hast du ein Removal etc. etc. Und 4 Damage, das ist ein Lifeswing, der das beendet das Spiel relativ überlebt schnell. Überlebt man auch nicht lange. Ja. Die letzte Kreatur, natürlich, weil es dein Deck ist und du geil auf diese Karte bist, ist eine Lilvala the Preserver. Das war zuerst, also eine, wir nehmen es vorweg, ich spiele Chandra Flamecaller. Auch ein Stück. Es gibt Situationen, wo du einfach im Hintertreffen bist, das passiert einfach im Magic. Mhm. Und Chandra kann dich aber nicht so stabilisieren, kann dich nicht gegen, wie soll ich sagen, gegen Siege Reno stabilisieren. Mhm. Weil du kannst Siege Reno nicht wegschießen. Okay. Lilvala stabilisiert dich dahin, dass du die 5 Leben bekommst und auch wenn du den zweiten Attacker nicht bekommst, hast du trotzdem einen 5-5er in der Luft, der in dem Format mehr oder minder alles blockt. Okay. Wenn wir es übertrieben sagen, ja. Ja. Und Eldrazi ist nicht. Eldrazi ist nicht, aber alles andere. Also die Großen nicht, die Kleinen schon. Keine. Und wenn du wirklich in den Punkt kommst, wo du den Engel bekommst und die 5 Leben, drehst du das Spiel innerhalb von 2 Turns. Also ich habe da einen Twitter-Post, du hast das, glaube ich, mitbekommen. Ich habe es gelesen, du bist voll ausgetickt. FNM gespielt, das war komplett hinten, zieh die Lilvala, spiel die Lilvala und in 2 Turns ist das Spiel einfach vorbei. Und der Gegner sitzt mit 5 Handkarten auf und denkt, was ist jetzt passiert? So kann es gehen. Alles klar. Gut, die Chandra haben wir auch schon ein bisschen mitbesprochen. Die ist einfach auch ein Reset-Button ein bisschen. Absolut. Also gegen die kleinen Decks schießt du einfach alles weg. Mhm. Die Null-Ability, muss ich gestehen, ich verwende die relativ selten bis gar nicht. Weil deine Hand immer so gut ist. Aber du brauchst es fast nicht. Ja. Interessanter ist, wenn du einfach den Gegner dann eine Frage stellst mit jede Runde 2-3-1er. Okay. Das ist viel interessanter und die Chandra kann, wenn das Board clear ist und die Chandra kommt aufs leere Board, dann beendet sie das Spiel auch einfach. Sehr schnell. 6 Damage sind halt sehr viel. Turns. Und der Gegner muss halt die Chandra handeln und kann dann nicht ins Race gegen dich einsteigen. Mhm. Das heißt, du bist im Race auch immer vorne mit der Chandra. Verstehe. Gut, dann zu den Spells. Das ist mal der einer der Klassiker in der Zwischenzeit für Midrange-Decks im Main-Deck und Control-Decks 2 Duress. Ja. Das Duress nimmt halt wichtige Sachen weg, wissen wir eh. Mhm. Duress ist aber auch eine Karte in dem Deck, wenn ich es habe, dann schaue ich mal die Hand vom Gegner an. Mhm. Weil ich kann auch sehr, also nicht sicher schaue ich es mal an, aber ich schaue, wie ich dagegen spiele. Okay. Weil du einfach, du kannst mit dem Deck deine Gameplans ändern. Mhm. Du kannst dann mal das aggressive Deck sein, dann bist du halt mal das controlligere Deck, weil du halt dementsprechend viele Removals hast. Mhm. Du kannst halt auch nur einmal ein Thread legen und dann muss er den Thread handeln, dann kommt der nächste und der Gegner, du attackierst halt die Ressourcen vom Gegner. Das Duress attackiert die Hand, aber das Duress eben nicht nur als ich nehme jetzt eine Karte weg und das Duress ist fertig, sondern ich schaue mir die Hand an und schaue, wie spiele ich dagegen, wogegen spiele ich, was mache ich und wie baue ich meine Turns dagegen auf. Okay. Coole Sache. Dann zum Removal Package, das ja sehr allumfassend in dem Deck ist. Es fängt an mit dem klassischen 1er-Drop, 3 Fiery Impulse. Ja, du schießt halt die Mantis Rider weg, die jetzt doch wieder aufkommen, was wir auch letztens gesagt haben, wo sind die? Ja, die kommen langsam wieder. Gemeinsam mit Storm Chase, Storm Chaser Mage. So. Ja, und du die willst halt wegbringen. Mhm. Ansonsten willst du auf jeden Fall Turn 1 an Jace handeln können.
Ganz klar. Ab und zu das gegnerische Seed-Trainer und blockst mit deinem Seed-Trainer und schießt das gegnerische Seed-Trainer ab. Und wenn es nicht mit deinem Seed-Trainer blocken willst, dann roastest es gleich, weil davon hast du auch zwei. Ja, und das sind halt die Spells, die auch irrsinnig gut mit Soulfire Grandmaster sind. 5 Damage, 5 Leben für mich, das ist schon sehr viel Leben. Das ist ziemlich in Ordnung. Ja. Mehrfach von dir angesprochen, die 4 Crackling Doom. Das ist das beste Removal wahrscheinlich in dem Deck. Okay. Weil du hast relativ gute Kreaturen mit den Dark Dwellers, mit dem Siege Reno. Und die größte Kreatur vom Gegner geht versterben. 2 Damage noch dazu, das ist natürlich auch wieder gut mit Soulfire Grandmaster. Und ja, ist einfach das beste Removal. Weil die 2 Damage kannst du auch auf einen Walker schießen, das darf man auch nicht vergessen. Ja, und sicher auch die eine der interessanteren Karten, die du mit den Dark Dwellers zurückkaufen möchtest. Absolut, ja. Auch eine interessante Karte zum Zurückkaufen sind dann die zwei Colorguns Command. So. Primär dafür da wahrscheinlich, um gute 3 Mana-Spells zu haben, die das Rebind. Ja. Also Colorguns Command ist halt einfach, weil du die gegnerische Hand angreifen kannst. Mhm. Du kannst Kleinvieh wegschießen, du kannst auf den Gegner schießen, du kannst auf Walker schießen. Du kannst komplett sicke Turn spielen mit Dark Dwellers into Colorguns Command, hole ich mir einen Dent Protector Retour oder solche Sachen. Das sind halt so Sachen. Stirbt meine Dark Dwellers, spiele ich Dent Protector, hole ich den Dark Dweller und du kannst halt einfach so eine Kette an Ereignissen machen, die so, ich meine, das sind jetzt 3 Karten, aber das kann schon des Öfteren passieren. Ja. Dann spielt das Deck, was mich ein bisschen gewundert hat, einen Ruinous Path, weil du Planeswalker direkt handeln können möchtest. Ja, oder? Du möchtest halt zumindest irgendwie den Ugin sofort abrüsten können. Mhm. Ja. Ansonsten ist einfach ein gutes Removal, weil es halt alle Creatures trifft. Ja. Und der Ugin killt halt den Board und ohne Board kannst du den Ugin nicht töten, darum brauchst du das Path. Genau. Und ab und zu hast du das Awaken und machst dir einfach ein ultimativ blades Shambling Wind. Sicher auch ganz nett, ja. Dann dieses Removal, das keine Fragen stellt, noch dazu 2 Murderous Cut. Ja, 3 ist halt zu viel. Mhm. Wobei du schon nicht viel Delph spielst. Nein, aber du spielst nicht viel Delph, aber du willst halt immer wieder was aus deinem Graveyard benutzen. Okay. Du hast halt die Dark Dwellers, du hast halt die Commands. Die Commands, du hast den Protector. Mhm. Das heißt, du würdest im Endeffekt alle Länder raus und es passiert dann aber, dass du nicht nur Länder drin hast und willst deine Sachen lieber wieder verwenden, als komplett aus dem Spiel eliminieren. Willst keine Quality Spells sozusagen entfernen müssen, die du dann später vielleicht zurückkaufen kannst. Dann eine Karte, die nicht so toll ist mit den Dark Dwellers, darum wundert es mich, dass nicht die Konkurrenz da ist, sind 3 Painful Truth. Ja, einfach weil du skalieren kannst. Okay. Das Skalieren ist in dem Meta trotzdem noch wichtig, weil halt viel schnell Damage kommt auch. Mhm. Und ab und zu ist dann der Soulfire Grandmaster liegt halt nicht da und die 3 Lifestring vom Siege Winner sind okay, aber du kommst dann trotzdem in eine Range, wo du sagst, okay, jetzt ziehe ich lieber nur 2 Karten und bin auf einer Range, wo ich nicht sofort am Burnspell versterbe oder wo ich nicht sofort am Mantis Rider versterbe. Man könnte natürlich sich überlegen, ob man da irgendwann Split reinmacht. Genau, das wollte 2 Painful Truths, ein Rid the Bones oder umgekehrt. Also für mich funktioniert es derzeit so gut und sicher mal überlegt immer, wie kann man das Deck besser machen. Wenn, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Gut, Main Deck sind wir durch. Auf zum Sideboard, da findet man 3 Kreaturen, beginnend mit 2 Anna Fans of the Foremost. Ja, die könnten theoretisch auch Kalitas sein. Mhm. Die auch wahrscheinlich leichter zum Casten sind, weil ja grün nur das Splash ist. Genau, es ist das. Die Anna Fans ist halt irrsinnig gut gegen andere Midrange Decks, weil sie einfach meine Creatures auch stärker macht. Ja, verstehe. Das sollte man halt auch immer bedenken, dass der 5-5er Goblin der aktueller beste ist als der 4-4er und dass das 5-6er Reno halt alle anderen Renos tötet. Mhm. Darum ist das derzeit so. Ich bin am überlegen, ob der Kalitas nicht stärker ist, weil auch mit Mass Removal der Kalitas dann gegen Rally-Dex das Spiel sehr schnell beenden kann. Ja, und weil der Kalitas halt dafür auch den Bonus des Lifelink hat, was wiederum gegen die aggressiveren Decks wahrscheinlich besser ist. Ja. Gut, die andere Kreatur im Sideboard ist ein Tazigur. Der kommt halt auch so gegen Midrange-Decks hinein, auch gegen Control-Decks, dass man einfach Spell und Turn 3 kommt der Tazigur und beginnt mit der Cloak. Der ist, also ich hätte mir jetzt im ersten Moment ja gedacht, dass ich ihn sogar gegen aggressive Decks haben möchte, wo ich es nicht schaffe, diese Value Engine am Laufen zu kriegen, schnell genug, sondern mich primär stabilisieren muss und dann ist halt Turn 2, 3 oder halt Turn 3, Turn 2 ist sehr optimistisch, ein Tazigur besser als jetzt
Karten im Friedhof. Ist natürlich auch wahr. Das ist das Problem am Darsigur, das er immer schon hatte. Im Endeffekt willst du ihn gegen alle Matchups boarden, aber du willst ihn nie mehr inspielen. Das ist das typische Darsigur-Problem. Okay. Das haben wir schon in mehreren Decks gesehen, ob das jetzt Jeskai Black war. Ich meine, da ist er dann eine Zeit lang Main gespielt worden. Ja, als Wonderfall. Aber ansonsten war er, glaube ich, in allen Decks irgendwo ein bis dreimal im Sideboard. Das ist sein Problem. Okay, also du siehst ihn nicht zum Beispiel, also für mich wäre jetzt irgendwie der logische Schritt, ihn Main Deck zu geben und den Waller zum Beispiel in Sideboard, weil den Waller halt wirklich nur dann gut ist, wenn du im Hintertreffen bist oder halt dann wirklich, also wirklich gut ist, wenn du im Hintertreffen bist und für manche Decks kommst du halt nie im Hintertreffen und der Tasico halt immer okay ist. Die Lin Waller ist halt auch der Meta-Call derzeit. Okay. Also, und weil du schon richtig stehst. Ja, ich finde die Karte total super, aber sie ist halt auch ein Meta-Call, weil sehr viele Creatures derzeit auch gespielt werden und man sieht, das Deck spielt nicht so viele Creatures und das tradet halt auch viel 1 zu 1 und dann kannst du halt immer das Value rausschlagen. Das Value kann immer da sein. Gut. Das Value darf man nicht ignorieren. Dann werden wir das Value nicht ignorieren. Wir haben noch mehr Hand Destruction im Sideboard und zwar nicht noch zwei Dvorace, wie man es vielleicht vermuten würde, sondern noch zwei Transgress the Mind. Ja. Warum die über Dvorace, wenn du... Na, dicke Sachen rausnehmen. Ist besser als dicke Spells rausnehmen oder Spells rausnehmen. Nein, aber das ist halt... Du triffst so oder so mit dem Transgress the Mind eigentlich alles Relevante, was du rausnehmen willst. Weil die One-on-One-Removal, mit denen kannst du halt theoretisch gut leben, weil du sowieso die Value Creature spielst und eh oft das 2 zu 1 spielst. Aber wie gesagt, so richtig auch die fetten Eldrazis oder sowas, die willst du halt rausnehmen. Verstehe. Zum fetten Eldrazi rausnehmen ist wahrscheinlich auch, sind auch die zwei Infinite Obliteration da. Genau. Nur für das Matchup primär. Ja. Ja, es ist so. Ich meine, man kann fancy sein und das im Mirror-Match boarden und dem Gegner die Siege Rhinos wegnehmen, aber das ist wahrscheinlich nicht die beste Möglichkeit. Ja. Dann gibt es auch wesentlich mehr Mass-Removal im Sideboard und auch sogar drei Mass-Removal unter Anführungszeichen, nämlich zwei Flaying Tendrils und ein Radiant Flames. Auch der Split musst du mir erklären. Das ist ein Ausprobier-Split derzeit. die Flaying Tendrils sind halt gegen die harten Agro-Decks super gut. Das Radiant Flames wäre wahrscheinlich in Verbindung, wenn man Kalitas Sideboard spielen würde, besser. Einfach, weil du skalierst und weil die meisten Rally-Viecher drei hinten haben oder sehr viele halt drei hinten haben. Man muss jetzt schauen, wie sehr sich die Rally-Decks verändern. Dementsprechend verändert sich dann auch das Sideboard von dem Deck. Dann werden es wahrscheinlich drei Radiant Flames werden, einfach zum Skalieren mit den Kalitas und du räumst das Board weg und kriegst 5 Zombies und die Sache ist gegessen. Ja. Derzeit ist halt das Doppelschwarz ist nicht so schwierig zum Casten und Exile halt auch. Ja, Exile, das stimmt, die Exile ja auch. Gut, dann noch zwei Utter End als Antwort für alles, vor allem auch Planeswalker. Genau, und auch für Ulamog natürlich. Weil ansonsten, ja, du kannst ihn opfern lassen und ansonsten Ein geflippter Jay, es ist unangenehm, es ist die gegnerische Chandra, auch als Creature Removal oder als Enchantment Removal, je nachdem, was halt da wirklich gerade liegt. Und die letzten drei Sideboard-Karten sind auch gegen das Rally-Deck, und zwar drei Hallowed Moonlight. Ja. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Anafensas zu Kalitas machen würde oder so, kann man da vielleicht, und da vielleicht ein bisschen das Tweak, kann man vielleicht sogar mit den Hallowed Moonlight ein bisschen runtergehen, oder ist Rally so stark, dass das eigentlich gesetzt sein muss? Na, Rally ist so stark im Meta auch vertreten, okay, dass man halt oft dagegen spielt. Und da willst du halt nicht verlieren. Deswegen gebe ich halt Sideboard-Slots auf, unter Anführungszeichen, damit ich halt die von meinen fünf Spielen, jetzt nehmen wir jetzt nur das FNM, sind drei Rally-Spiele, dann kann ich mich im Sideboard dementsprechend committen dafür. Gut, mit dem Deck sind wir durch. Ich glaube, wir haben auch mit den Karten relativ gut auch immer erklärt, wofür sie da sind, für welches Matchup. Welches Matchup magst du gar nicht sehen? Wahrscheinlich das Eldrazi-Deck ist ja, der schlechteste. Ja, die Eldrazi-Decks sind nicht so toll. Obwohl, wenn also jetzt das Rampeldrazi. Ja, das Rampeldrazi. Ja. Wenn du mit den Crackling Dooms halt gut umgehen kannst, dann ist das auch nicht so das Problem. Die neuen Eldrazi-Decks, diese Value Eldrazi-Decks mit Meta Reshaper, Reality Smasher, Sordner hier, sind auch unangenehm. Aber du hast halt trotzdem mehr Value. Es ist das Jeskai Black ist halt so eine ausgeglichene Geschichte.
kommt halt darauf an, wer das Deck besser spielt. Meistens. Ich meine, es kommt sowieso immer darauf an, aber es gibt halt keine, das Deck halt keine so sicken Draws, wie ich leg hin, ich leg hin, ich leg hin, ich gewinne, sondern ich muss nachdenken, aber wenn ich das nachdenke und wenn ich dementsprechend gut spiele, dann bin ich sehr favorable in vielen Matchups. Mhm. Gut, ich bin eigentlich mit allem zufrieden. Weißt du, gibt es noch was du den Zusehern mitgeben möchtest für das Deck? Irgendein Spieltipp, was relativ wichtig ist? Oder ist es selbsterklärend und man soll es halt... Nein, es ist absolut nicht selbsterklärend, das Deck. Weil du hast das auch zuerst gesehen, das ja, Deck. Also meine erste Reaktion, muss ich gestehen, wie ich das während des Spiels habe, gesagt, aha, Mado Green, was machen wir mit dem Haufen? Nicht, weil es jetzt per se schlecht ist, aber es ist halt... Ja, ich weiß nicht, es hat halt... Ja, das ist aber die Reaktion von vielen Leuten und das ist auch... viele Leute kommen dann aber nicht mit dem Value zurecht, den du mit dem Deck aufbauen kannst. Mhm. Ja? Also ich habe das Deck am Wochenende wirklich viel gespielt, gegen unterschiedliche Matchups, das war Rally, Black-White Agro, Black-White Token, UR Agro, Jeskai Black und ich habe eigentlich nie wirklich das Gefühl gehabt, dass ich so stark ins Hintertreffen komme, dass ich mich jetzt fürchten muss. Sicher, wenn du einen Mulligan auf 5 nimmst und es passiert einfach ja, nichts, dann bist du weg. Ja. Aber prinzipiell hast du halt zwei Handkarten und du bist irgendwo im Hintertreffen und nach zwei Drawsteps hast du auf einmal ein volles Board und alles ist schön. Ja. So ist das für mich rübergekommen und das ist halt ein Deck, das gibt halt viel Retour. Gut, ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Der Christopher ist sehr committed zu dem Deck. Insofern sollte das den Leuten, glaube ich, als positive Advertisement, wie auch immer, super ist, wollte ich sagen. Ja, Christopher, danke fürs Kommen und Vorstellen zum Deck. Ja. Euch danke fürs Zuschauen. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Video. Ansonsten natürlich kann man uns wie immer über Twitter und Facebook erreichen, im Spiel am Antreffen und Kommentare unter dem Video hinterlassen. Und wir freuen uns über Likes. Tschüss. Ciao, Baba. Warte, noch nicht abstecken, bitte. Oh yeah. Bisschen crazy. All bitte. Night long.